Hello, we are here at Paralelní Polis in Prague. This is the Institute of Crypto Anarchy, and we are going inside to see what's there. Yeah. So, genau, also Paralelní Polis heißt das hier, also das Institut für Kryptoanarchie. Und Paralelní Polis heißt paralleler Stadtstaat. Ja, Polis, griechisch für Stadtstaat und Paralelní für parallel. Ja. So. Welcome here. This is the Bitcoin Cafe. This is the only place in Prague that accepts only Bitcoin, and one of the first places in the world that started accepting it. Yeah, also das ist das Bitcoin Café hier, und es ist der einzige Ort in Prag, der nur Bitcoin akzeptiert. Also man kann hier gar nicht mit Euros oder mit Kronen bezahlen, sondern nur mit Bitcoins. Und ja, einer von wenigen, aber wachsender Anzahl von Orten, wo man mit Bitcoin bezahlen kann. The reason we do this is we want to promote the idea of Bitcoin. Yeah, we also want to show people how to use it. Yeah, also sie wollen mehr Leute dafür gewinnen, Bitcoin zu benutzen, und sie wollen auch den Leuten zeigen, wie man Bitcoin benutzt. Sometimes even old people come from the streets, buy coffee. They don't know what Bitcoin is, but they look around and we explain it to them, and they are able to pay with Bitcoins because we show them how to do it. Yeah. We show them how to install the app on the phone, or how to print a wallet, like a paper wallet that you can use. Also die Leute, die hier reinkommen und etwas kaufen wollen, auch ältere Leute, den Leuten erklären sie, wie man Bitcoin benutzt und so. Und ja, man braucht nicht viel technisches Wissen, um Bitcoin zu verstehen oder um Bitcoin zu benutzen. Ja? Und hier erklären sie den Menschen, wie man sie benutzt und wie man die App benutzt und wie man sein Konto auflädt und all sowas. Das ist alles gar nicht so schwer. Hier hinter mir ist übrigens eine Maschine, wo man Bitcoins kaufen kann. So hier ist die Bar. Es ist kind of untypical, because it's in the middle. Like the barista doesn't stand behind the bar. It's kind of open. Yeah, eine offene Bar, also ganz hier in der Mitte. There's a great community in Prague that's all about Bitcoin and liberty and anarcho-capitalism. Yeah, and it's kind of connected all together. And there's a community feeling into this place, and at the same time it's open, anyone can come and join. Yeah. And, also es ist hier eine Gemeinschaft von Menschen, die interessiert sind an Freiheit und Bitcoin und Anarchokapitalismus und Krypto-Anarchismus, ne? Und Kryptografie und all sowas. Und es ist eine Gemeinschaft und es gibt hier ein sehr gemeinschaftliches Gefühl, aber es ist auch offen. Ja? Jeder kann hier reinkommen und kann mit den Leuten hier reden. Also sehr gute Atmosphäre hier. Yeah. So for example, here you can see Red Bull machine that accepts only Bitcoin. Ah, okay. Also es gibt sogar eine Maschine, die Red Bull verkauft, und man kann hier Red Bull kaufen, aber nur mit Bitcoins. Ja. Und hier ist der Kurs. Ja. Hier sieht man, wie viele Dollar und wie viele Kronen der Bitcoin zurzeit wert ist. Ja. Now it's kind of flat, it's stable, but sometimes it can get exciting. Ja, es ist sehr stabil gerade im Moment, aber manchmal kann es auch sehr aufregend werden. Ja. Also in this community there are lots of technical minded people. So the people who build these ATMs are based in Prague. They are part of this community. Also people, you might have heard of them, people from Bitcoin Trezor, Satoshi Labs. Because those people create like USB sticks that can save your Bitcoins very safely. And also they created the first Bitcoin mining pool ever. Ah, okay, also hier sind auch ganz viele Leute, die sehr technikaffin sind, ja, die sich sehr gut mit Technik auskennen, und die kreieren auch ganz viele Dinge hier, wie zum Beispiel USB-Sticks, auf denen man Bitcoin speichern kann, oder beziehungsweise USB-Stick speichern die Kryptografie, die Passwörter und so. Und und sie haben den ersten Mining Pool
hier gestartet. Ja, also man kann Bitcoins abbauen. Ja, der Computer macht in gewissem Sinne eine Rechenleistung und produziert dadurch Bitcoins. Und der erste gemeinschaftliche Pool wurde hier gegründet oder wurde hier kreiert. Ja. Ja. Haben die Leute als erstes Bitcoins gewonnen. Ja. Over there you can see people discussing some important things. Genau, hier ist eine sehr interessante philosophische Diskussion gerade am Gange. Und, okay. Now we can go upstairs and look. We can look what's there. Okay, wir gehen jetzt die Treppen hoch und schauen, was dort so ist. Ja. Sehr spannend hier. Ja. Was können wir noch so erzählen? What else can we tell our viewers? Was ist hier? I need to find a key. Okay. Give me a break. Okay. Ja, wir machen das Video gleich weiter. Tschüss!